Hallo Leute, hier wieder Matthias aus dem wunderschönen Thailand. Und heute, wir sind gerade beim Einkaufen jetzt für Frühstück. Es ist Sonntag, ungefähr 7 Uhr morgens. Das Wetter ist wunderschön, Sonnenschein, trotz Regenzeit. Ja, meine Frau hat gerade ein bisschen was eingekauft und jetzt machen wir uns auf den Rückweg nach Hause. Meine Frau fährt diesmal und ich werde noch ein bisschen die Gegend hier zeigen. Ja, mit dem Saleng unterwegs, immer wieder schön. Auch die Gegend genießen. Mimi ist auch dabei. Da fahren wir jetzt am Bad, am Tempel vorbei. Wir biegen aber links ab und fahren nach Hause. Alles schön grün, die Reisfelder. Hey, you hit the car first. Nachbar, der baut sein neues Haus, sehr schön gemacht finde ich, die Lage ist auch super. Da vorne ist die Nam Gön, unser Hund. Der wartet uns schon immer hier. Sieht man ihn, da rennt er.
Heute Regenzeit, alles grün, alles wächst. Angenehme Temperatur, nicht mehr so heiß. Ist eigentlich schön, die Regenzeit, wenn es nicht gerade jeden Tag regnet. Namgün! Bisher war dann die Straße asphaltiert, also mit Beton betoniert, kann man sagen. Und weiter geht es halt normale Feldweg. Auf 300 Meter bis zu unserem Grundstück. Und ich hoffe sehr, dass es dieses Jahr gemacht wird. Das ist sehr praktisch in der Regenzeit. Ja, wenn es hier regnet, ist wirklich ein Land runter. Zu Hause. Drei Hunde warten schon. Und das sind unsere Kühe. Die hat sich hier irgendwie so ist der Weg jetzt frei. Ist hier im Weg. Wie gesagt, die Straße, die zum Hauptort bei uns, ist eine Sackgasse, die wird eigentlich, ja, von der Nachbarn noch benutzt. So, und jetzt sind wir wieder zu Hause. So Leute, das war's. Wir werden jetzt gleich frühstücken und bis später dann, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand.